Vielleicht ist es kaum zu glauben, aber hier im hinteren linken Eck des Münsterplatzes befindet sich ein wahrer Schatz. Hinter der unscheinbaren Fassade des Hauses auf Burg lagern Musikhandschriften im Wert von über 100 Millionen Franken. Handschriften vor allem aus dem 20. und 21. Jahrhundert. In dem Archiv- und Forschungszentrum füllen erlesene Briefe, Manuskripte und Autographen die 5 Stockwerke, die sich nach unten erstrecken. 1973, von dem berühmten Basler Dirigenten und Mäzen Paul Sacher gegründet, ist es das Hauptziel der Sacher Stiftung, mit ihrem Archiv die zeitgenössische Musik zugänglich zu machen. Sacher, der durch Heirat schon in jungen Jahren zu einem äußerst wohlhabenden Mann geworden war und im Jahr 1996 mit einem Privatvermögen von 13 Milliarden Schweizer Franken offiziell als reichster Schweizer und drittreichster Mann der Welt galt, setzte seinen Reichtum und all sein Können ein, um Musik nach Basel zu bringen. Viele der Nachlässe, die in der Stiftung liegen, sind durch Paul Sachers persönliches Betreiben hier, der zu seinen Lebzeiten mit vielen bedeutenden Komponisten im Austausch war und vor allem auch Kompositionsaufträge vergab, beispielsweise an Béla Bartók. Sacher und Bartók, der zu dieser Zeit als Komponist immer bekannter wurde, lernten sich 1929 bei einem Konzert in Basel kennen. Bartóks Musik muss bei Sacher tiefen Eindruck hinterlassen haben, denn ein knappes Jahr später spielte das Basler Kammerorchester unter Leitung von Sacher die Kammermusikfassung von Bartóks rumänischen Volkstänzen. Bis zum nächsten Zusammentreffen der beiden Männer vergingen 5 Jahre, nun folgten 2 Kompositionsaufträge. Die dritte Komposition für Sacher entstand 1939. Nur knapp 2 Wochen vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs komponierte Bartók in einem von der Familie Sacher extra angemieteten Chalet im Berner Oberland für den Basler Mäzen ein Divertimento für Streichorchester, das dieser mit dem Basler Kammerorchester aufführen wollte. Es entstand eine Musik, deren Charakter scheinbar so gar nicht in die düstere und angespannte Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg zu passen scheint. Schon die Betitelung als Divertimento macht deutlich, dass es sich, wie Bartók selber in einem Brief an seine Frau schreibt, grob gesagt um eine amüsante und unterhaltsame Musik handle. Eine Musik, in der barocke alte Formen auf manchmal tänzerisch, dann wieder klagend anmutende Elemente ungarischer Volksmusik treffen. Das Stück wurde 1940 vom Basler Kammerorchester unter Sachers Leitung und übrigens auch im Beisein Bartóks mit großem Erfolg uraufgeführt. Verschaffen Sie sich nun einen Eindruck über einen Ausschnitt aus dem ersten Satz. Vielleicht nehmen Sie bei aller vermeintlichen Leichtigkeit des Stücks auch das Dunkle wahr. In diesem ersten Satz versteckt sich ein ungarisches Klagelied.